mir steht jetzt ein Online-Marketing-Rockstar, nämlich Philipp Westermeier. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Online-Marketing-Rockstars und von Mitrivo. Philipp, du veranstaltest ja deine eigene Messe zum Thema digitales Marketing, nämlich die Online-Marketing-Rockstars. Was hat die Messe in Hamburg vielleicht, was die Dimexco jetzt nicht hat? Also erstmal ist ja unsere Messe in Hamburg, die du Messe nennst, eher eine Konferenz, wenn man ehrlich ist. Also wir machen ja bislang da wirklich ein Konferenz-Event und da gibt es auch Messestände, aber es ist halt irgendwie nicht vergleichbar mit dem, was hier passiert. Und ich meine, die Dimexco ist halt die Messe schlechthin in Europa. Das ist von der Größe her was ganz anderes nochmal. Und dann schaue ich mich halt hier um, treffe hier viele Kunden und das ist bei uns ähnlich, aber halt kleineren Maßstab aktuell. Und vor allen Dingen ist es halt bei uns im Februar und hier ist im September und man kann ja viele Leute auch zweimal mehr treffen. Also eine friedliche Koexistenz zu sagen. Davon gehe ich aus, klar. Du hast ja deine eigene Plattform, Online-Marketing-Rockstars, die du betreibst. Da hast du vor allem zwei News aus der Szene. Damit verdient ihr erstmal kein Geld mit dem ganzen Content, den ihr darauf spielt. Wieso leistet ihr euch so eine Plattform denn? Naja, die Plattform ist entstanden aus der Konferenz heraus, weil ich dachte, es ist ein bisschen schade, dass diese Marke nur einmal im Jahr, also im Februar, aus der Kiste rausgekramt wird. Und es wäre eigentlich besser, die Marke das Jahr über irgendwie aktiv zu halten, da was drunter zu machen und irgendwie zu bespielen. Und da war die Idee naheliegend, wir probieren das mal mit einem kleinen journalistischen Portal. Und wie so häufig bei vielleicht spannenden Startup-Ideen ist nicht im ersten Moment das Geld verdienen im Vordergrund oder sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern erstmal geht es darum zu schauen, ob es funktioniert, ob man Reichweite entwickelt, ob das im Markt ankommt. Und das testen wir jetzt gerade aus. Und wenn das jetzt irgendwie alles gar nicht funktionieren sollte, auch finanziell nicht, dann lassen wir es vielleicht wieder sein. Aber für den Moment ist es halt irgendwie ein Experiment und man kann dann sicherlich, wenn man einmal Reichweite hat, wenn man einmal eine Plattform erschaffen hat, kann man sicherlich da auch Möglichkeiten finden, das zu monetarisieren. Du sagst, es ist ein journalistisches Portal. Wo hört dann Journalismus auf und fängt Content-Marketing an? Schwer zu sagen. Also ich denke jetzt ehrlicherweise nicht in diesen Content-Marketing-Dimensionen bei unserer Konferenz. Also, aber du hast recht, man könnte das sicherlich als Content-Marketing bezeichnen. Wobei auch da, ich meine, wir haben eigentlich bislang eh nie viel Marketing gemacht für unsere Konferenz. Die ist so aus der Szene heraus entstanden und eigentlich jedes Jahr ausverkauft, ohne dass wir dafür viel tun müssen. Deswegen wäre es jetzt, sagen wir, die Kosten, die wir haben, dieses Portal aufzubauen, die wären viel zu hoch, als man als Marketingausgabe für die Konferenz jemals machen würde, wenn man so hart denken würde. Insofern ist das irgendwie vielleicht in der Theorie oder auf dem Papier oder von außen sieht das aus wie Content Marketing, aber und ich meine, guter Journalismus kann ja auch irgendwo auf eine Art Content Marketing sein. Nicht in jedem Fall, aber da gibt es halt keine klare Grenze. Du hast gesagt, du willst auch mal was Neues ausprobieren, mal gucken, ob es funktioniert. Ist das auch so ein bisschen, was für dich den Reiz des Gründens ausmacht? Klar, absolut. Also neue Sachen ausprobieren und im Optimalfall, im Idealfall laufen sie dann halt und dann hat man halt Spaß. Ansonsten muss man es wieder sein lassen und was Neues machen. Mein neuestes Projekt ist jetzt Mitrigo. Läuft Mitrigo und wenn ja, wieso? Also Mitrigo ist nicht so neu. Also wir machen es jetzt seit irgendwie 3,5 Jahren und das ist mittlerweile ein Partnerschaft oder sagen wir mal der Mehrheitsgesellschafter der Mitrigo ist die Zahnrox AG, also mittelbar Axel Springer. Und, insofern läuft es schon auf einem relativ vernünftigen Niveau. Und warum läuft das? Ich glaube, es ist eine sinnvolle Technologie, die wir da gebaut haben. Der Markt ist dafür da, die Leute wollen dieses Thema Performance Display tiefer verstehen und wollen sich dann sehen, da hat großes Potenzial. Und auch zu Recht, da ist halt großes Potenzial im Bereich performanceorientierte Display-Banner. Also insofern, da kommen ein paar Sachen zusammen, Technologie, Marktopportunität, die richtigen Partnerschaften, das passt. Das ist auch so die Richtung, wo Online-Werbung hingehen wird oder siehst du noch weitere Trends, wo du sagst, da müssen wir eigentlich noch viel mehr machen? Ach, ich meine, hier auf der Dimexco, da sieht ja jeder 20 Trends und jeder, den du fragst, hat irgendwie 1000 Ideen. Insofern, ich sage jetzt mal keine Trends, das ist ein bisschen was anderes, als dass ich jetzt auch noch irgendwie da 100 Buzzwords raushaue. Aber ich bin überzeugt, dass das Thema Display-Advertising, Performance-Display-Advertising bei RTB, das war auch letztes Jahr schon ein Trend, auch schon vor 2 Jahren ein Trend. Und das wird auch irgendwie ein Trend bleiben, den ich jetzt hier sagen kann, zu dem ich stehe. Und daneben gibt es auch noch ganz viel. Was sagt, es ist ein bisschen schwierig, Innovationen oder Trends auch vorherzusagen. Ist ja schwierig zu prognostizieren. Gibt es vielleicht irgendwas, was total durch die Decke gegangen ist, wo du nachher sagen musst, das hätte ich so nicht gedacht? Naja, es gab in den letzten Jahren viele Sachen, die ich nicht gesehen habe. Also
oder auch nicht gedacht habe. Also ich habe gerade mit einem Bekannten gesprochen, der irgendwie Webhosting anbietet. Das ist halt ein Monster-Business. Der Typ hat hier Firmen, der lacht sich halt kaputt über die meisten, die hier ausstellen. Das ist halt ein Riesenthema. Das habe ich leider, es gibt schon seit irgendwie 15 Jahren, habe ich nicht gesehen. Da war ich ein bisschen jünger vielleicht, aber habe ich nicht im Blick gehabt. Und ja, auch so gibt es jetzt viele Sachen. Man kann nicht alles machen. Wichtig ist halt die Sachen überhaupt zu sehen und zu entdecken. Also das ist jetzt irgendwie Mobile und Video, wie Trends sind, das sagt ja jeder. Also das dann irgendwie in welcher Form, wie genau, das früh genug zu sehen, darum geht's. Also auch in einem Online-Marketing-Rockstar geht das ein oder andere Thema vorbei. Absolut. Philipp, schön, dass du die Zeit für uns genommen hast. Zum Ende ganz kurz, wir würden gerne wissen, wie digital bist du eigentlich unterwegs? E-Book oder Taschenbuch? Aktuell würde ich sagen, sogar eigentlich Taschenbuch. Ja, Taschenbuch. Tageszeitung oder Tablet? Ja, beides. CD oder Musikstream? Ja, Musikstream. Online-Shopping oder doch der Stadtbummel? Beides. Spiegelreflex oder Instagram? Keins von beiden. Telefonkonferenz oder Google Hangout? Telefonkonferenz. Und zum Schluss die Postkarte oder Snapchat? Beides aktuell nicht. Beides aktuell nicht. Schön, dass du bei uns warst, Philipp, und noch viel Spaß auf der DMX. Alles klar, ja. Vielen Dank.